ganz herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Hallöchen! Wir spielen heute einmal X-Wing! X-Wing! Und zwar spielen wir X-Wing und sagen Bye-Bye X-Wing 1.0, weil 2.0 kommt ja bald. Ja, 2.0 kommt bald. Was für ein Wunder. Ja, was für ein Wunder. Vielleicht spielen wir auch öfter noch 1.0, mal gucken, wie 2.0 wird, aber angucken tun wir es uns, denke ich, auf jeden Fall. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben heute zwei Listen gebaut, einfach mal so just for fun. Und zwar sind die so ausgelegt, dass wir kaum Ausrüstungskarten oder Crew oder sonst was dabei haben, sondern wirklich 100 Punkte zugesehen haben, dass wir da möglichst viele Schiffe reinbauen. Und einfach mit dem Finger blind über den Ordner gegangen und dann geguckt, dass das mit den Punkten grob passt. Deswegen erklären sich auch die Listen, die echt ein bisschen bizarr sind, aber für so ein Fun-Spiel auf alle Fälle, denke ich mal, ganz cool. Ja, ich lege dann einfach mal los. Oder? Ja, genau. Ich lege los und zwar habe ich, den wollte ich unbedingt drin haben, den kleinen Quad-Jumper. Und zwar mit Sarko Plank. Pilotenwert 5, ihr seht mir gerade eingeblendet. Sobald du dich verteidigst, darfst du anstatt deinen Wendigkeitswert zu verwenden, Würfel in Höhe der Geschwindigkeit des Manövers, das du in dieser Runde ausgeführt hast, verwenden. Ja, das ist eigentlich ganz schick. Das heißt einfach nur, ich kann mich nicht mit zwei verteidigen, sondern ich darf, wenn ich zum Beispiel ein Vierer-Manöver geflogen habe, darf ich mich mit 4 Würfeln verteidigen. Finde ich ganz cool. Dann haben wir einen Sternenjäger des Protektorats und zwar ist da höchstpersönlich Fenrau am Steuer mit Pilotenwert 9, fettes Ding. Ihr seht ihn hier eingeblendet. Sobald du angreifst oder verteidigst, darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel würfeln, wenn das feindliche Schiff in Reichweite 1 ist. Das heißt, wenn ich jetzt sowieso schon 3 Angriffswürfel habe, in Reichweite 1 bin, dann kriege ich ja den 4. noch dazu, plus dann noch einen, dann dürfte ich mit dem Kleinen hier mit 5 angreifen. Ja, das ist eigentlich ganz cool, aber der hat nur 4 Rumpfpunkte, halt ziemlich zerbrechlich. Zusätzliche Schilde, wie gesagt, wir wollten diesmal ohne große Ausrüstungskarten spielen. Die einzige Ausrüstungskarte hat meine Frau, seht ihr gleich, dann passt das nämlich genau auf 100 Punkte. So, dann haben wir hier Dalan Severus im M12L Kamigula Jäger. Das ist der Kollege mit dem Bullseye-Feuerwinkel. Zu Beginn der Kampfphase darfst du ein feindliches Schiff in deinen Bullaugen Feuerwinkel in Reichweite 1 bis 3 in die Zielerfassung nehmen, nicht wahr? Also ganz nett, wenn einer da drin ist, dann gibt es halt eine gratis Zielerfassung. Und dann haben wir am Start den YV666, wo hier gerade meine Base flöten geht. Der ist frisch aus dem Hangar, der ist noch nicht so ganz fertig. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Der ist auf der einen Seite noch nicht so, wie er sein soll. Und auch die ganzen Gammel-Effekte sind noch nicht drauf. Aber ich hatte mal wieder Bock, den zu spielen. Passte mit 29 Punkten noch genau rein. Der ist einfach Vanilla, wie man so schön sagt bei Magic. Der hat nichts. Der hat keine Crew, kein gar nichts, keine Sondereffekte. Der fliegt einfach nur und hat 6 Rumpfpunkte und 6 Schilde. Und deswegen zum Feuer abfangen und halt am Ende vielleicht noch ein paar Todesschüsse setzen. Einfach ein dickes Ding, was da durch die Gegend eiert. Jo, das ist meine Fun-Liste. Ja, dann bin ich schon dran. Ich spiele das Imperium mal wieder. Spiele ich eigentlich immer, ne? Spielst du gerne, hast du gesagt. Ja, so, auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an mit dem Blackout-Testpilot im TIE-Dämpfer. Sobald du angreifst, wirft der Verteidiger 2 Würfel weniger bis zu einem Minimum von 0, falls der Angriff versperrt ist. Und dazu habe ich dann noch eine Aufrüstungskarte. Was ist das? Ja, genau. Vorhut der ersten Drohnenordnung, nur für TIE-Dämpfer. Sobald du angreifst, darfst du, falls der Verteidiger das einzige Schiff in deinem Feuerwinkel in Reichweite 1 bis 3 ist, einen Angriffswürfel neu werfen. Und sobald du verteidigst, darfst du diese Karte ablegen, um alle deine Verteidigungswürfel neu zu werfen. Dann gehen wir auch schon zum nächsten. Das ist der Voller Sabak. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ja, die deutsche Übersetzung war wieder super cool. Also das hört sich an nach so einer Schnapsdrossel, die dahinter sitzt. Im Englischen ist der Pure Sabak, also der Pure, wie bei Tabak, dieser volle Geschmack halt, daher kommt das. Aber die deutsche Übersetzung war wieder super gut gelungen, ey. Ja, auf jeden Fall auch im Teilstürmer. Sobald du angreifst, würfelst du einen zusätzlichen Angriffswürfel, falls du ein oder weniger Schadenskarten hast. Ja, der hat 0 Schilde, aber 4 Rumpfpunkte. Oh mein Gott, okay. Ja, auch bei dem halt keine Zusatzschilde. Der spielt sich eigentlich mit Zusatzschilden ganz gut. Ja. Aber ja, wie gesagt, heute mal ohne. So, und der letzte ist... Vorletzte. Da steht auch noch einer. Du, den habe ich gar nicht gesehen. den Tour-Fan hier. Polizei Abfangjäger, nachdem du angegriffen hast, darfst du eine freie Aktion Schub- oder Fassrolle durchführen. Aber nun zum letzten, das ist Zeta 1 im TIE-Ed-Jäger. Sobald du angreifst und falls du nicht gestresst bist,
darfst du einen Stressmarker erhalten, um einen zusätzlichen Würfel zu werfen. Stressposteln! Stressposteln! Ja, das war's dann auch schon. Das sind die beiden Listen. Mal schauen. Ja, wir legen jetzt erstmal los und werden ein paar Steinchen verteilen. Ja, dann verteilen wir die Steinchen. Abwechselnd würde ich sagen. Ja, klar. Ich habe hier mal 5er am Start, 2 groß, 3 klein. Ja, fangen wir mal mit dem Kleinen an, würde ich sagen, und ziehen sie dann so von oben nach oben runter. Ladies first. So. Okay, super gemessen. Warum gemessen? Ja, die müssen ja ein Stück vom Rand abpassen, alles gut. Ja, also, eins, ne? Ja, also Reichweite 1 müssen wir auf alle Fälle. Das habe ich doch gewusst, dass das schon, ne? Packen wir mal ein bisschen auseinander hier. Also 1. So, der nächste. Next one, please. Brauch die Nagisch. Ja, junger Mann, ob das aber geht. Ja. Du immer mit deinen scheiß Hinkelsteinen. Die Hinkelsteinchen. Fertig. Das war ja gar nicht gemessen. Ja, das ist nicht. Von ausgehend. Ach, klar. Ja. So. Sicher. So, dann legen wir mal los mit der Aufstellung. Achso, wir haben beide 100 Punkte. Das heißt, wir müssen noch bestimmen, wer die Initiative hat. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Oh, pardon. Blöd, Mann. Das ist die Gun. Die Leute, bist du Ach, jetzt hör auf. Ich fange gleich an, wenn du so weitermachst. Komm an. Ja, dann fange ich jetzt an. Du hast die Initiative. So. Initiative anfangen tut sowieso der mit dem geringsten Pilotenwert. Also ich hab 2. Kommst du drunter? Nö. Gut. Dann stelle ich hier erstmal meinen XV666. Nee, nicht XV. Ich bin schon wieder bei den Tau, bei Warhammer. YV666. Und zwar nicht die Reißzahn, das sagt man ja gerne, aber das ist ja der Schiffstitel, den habe ich ja gar nicht. Ja, dann bist du auch schon. Obwohl, warte, 2. Ich habe 5 als nächstes. Was hast du noch so zu bieten? 7, 7, 6. Ja, ich habe nur 6 und 7. Ah, oh, dann bin ich ja schon wieder dran mit 5. Dann kommt der kleine süße Quadjumper. Aber ist das in Ordnung so, dass du erst 6 und dann 5 stellst? Der hat 2. Ach so, weil da 6 drauf steht. Habe ich das falsch? Ach, den muss ich nur drehen, bestimmt. Pardon. Da ist er. 2. Okay. Nee, das ist heute nichts Weltberühmtes. Das ist wirklich nur Kugelfang hier und ein paar Schüsse verteilen. Da steht weiter links. So. Gut aufgemerkt. Ja. So. Dann bist du trotzdem noch mit 6, ne? Immer noch? Hast du 6? Ne, 9, 7. Achso, 5 und 2, 5 habe ich ja das nächste 7. Was hast du? 7. Ja, du hast 6, das niedrigste, was ich habe, so, ist 6. Ja, dann kommst du noch mit 6 und dann kommst du mit 7 wegen Initiative. Gut. Das ist kein Maßstab. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, weiter. Jetzt die 7, ne? Alle 7, ne? Gut. Ui, alle? Okay. Ja, alles sind 7, ne? Du hörst mir nicht zu. Was hast du gesagt? So. So. Und vielleicht auch so. Wie viel müssen die Abstand haben? Die kannst du so untereinander stellen, wie du Bock hast. Nur zum Manövrieren ist es immer ratsam, dass beide innerhalb, also quasi wenn du den nebeneinander stellen würdest, dass du den Abstand so, wenn du den Abstand so wählst, dass sie so nebeneinander stehen. Oh, das darf nicht. Dann könnten sie noch manövrieren, ohne dass sie sich dann groß anrempeln. Du kannst es auch so nah oder weit auseinander stellen, wie du Bock hast. So, ich bin fertig. Verrückt. Alle da hinten hin. Ja, verrückt. So, dann 7. So, und dann haben wir noch hier Fenraum mit der 9. Ja, und der stellt sich. Wo stellt er den?
So, Aufstellung beendet, Initiative geklärt, Steinchen verteilt. Dann würde ich sagen, geht das Spiel auch gleich schon mal los und wir machen einmal einen kurzen Break und sehen uns in der ersten Runde. So, jetzt geht er los. Erste Runde. Wir haben auch schon am Rad gedreht, um euch etwas nervige Wartezeit zu sparen. Meine Frau sagt, ich brauche immer so lange. Ja, ist auch so. Dein Handy fällt dafür hinten in die Runde. Oh, danke. So, alles klar. Nils ist der Pilotenwert, das bin ich mit 2. Deswegen werden wir gleich mal abschütteln hier mit dem großen Pott. Und zwar habe ich gewählt 4 geradeaus. 4 geradeaus. 4 geradeaus. Schieb schon mal die Base vorher. Ja, das ist ein bisschen. Ey, diese Rutschdinger, die Anti-Rutschdinger wäre vielleicht gar nicht schlecht. So, Action, was dürfen wir denn? Glubsch-Cookie und Zielerfassung. Ja, Glubsch-Cookie, wobei ich nicht glaube, dass das irgendwas bringt. Weil zu weit weg und so. So, nächster Kandidat, was haben wir denn? 5 hätte ich noch im Angebot. Ich fange erst bei 6 an. Okay, 5, 3 geradeaus. Ich denke, das war ein bisschen vorhersehbarer. Das ist auch schon die Maximumgeschwindigkeit, Reisegeschwindigkeit, die dieser hier erreichen kann. Der kleine Kündel. Ja, der ist cool. Ich finde ihn geil. Ja. Der ist echt cool. So, dann habe ich 6. Ja, da du Initiative hast, bist du dann auch als erstes eine 6 am Start. Okay, ich fliege 3 geradeaus. Was? 6 habe ich ja nicht, aber 7 habe ich ja. Da bist du auch mit der Initiative. Oh, du, das heißt, du kannst deine ganze Flotte jetzt erst abheizen lassen. So. Ach, pardon. Aktion, Auge. Nicht Option vergessen. Wollte ich gerade zu dir sagen, habe ich selber. Hm? Ja, ich. Ich weiß gar nicht. Ich würde sagen. Ich nehme erstmal einen Glubsch-Cookie. Ich glaube zwar nicht, dass wir gleich in Reichweite sind, aber man weiß ja nie. Ich habe einen Döner genommen. Ein Döner, ein lecker Döner. Denn Döner macht schöner. Und wie sagst du immer, Döner geht immer? Ja, ein Döner, was genau wie Schulze. Tour Fin hier? So. Als nächstes 2 geradeaus. Oh mein Gott, das hat keiner geantwortet. Ich glaube, das ist mir. Macht der nicht mehr mit, ist der Dicke? Schon oder nicht? Doch, kann er auch. Und 3 geradeaus. Aktion für den Dämpfer? Achso, alle Glubsch-Cookie erstmal. Naja, die sind eher hinfällig von der Reichweite. Ja, ich glaube auch, aber ich kann ja nicht ganz so gut. Ja. Glubschen. Na, wie heißt das? Hier navigieren. Das ist ja nicht so meins. Und deswegen wollte ich erstmal mich vorsichtig hier herantasten an die Meteoroiden. Oder Asteroiden? Man weiß es nicht. So, 7, gell? Ja, 7. Hast du getrunken? Schön wäre es 3 gerade aus, obwohl das letzte Mal hast du ja nicht so gut bekommen. Ey, Wort, hast du etwa getrunken genommen? Schabuck. So, dann machen wir mit dir, Kollege. Ich gucke hier, was eigentlich wahrscheinlich eher für eine Wurst. So, oder noch der Sternjäger. Der ist nämlich einer von der Flottensorte. Der fliegt erstmal ganz geschmeidig 5 Grad aus. Und ich stelle jetzt noch den Stuhl an der Seite. Stuhlgang. Schwupp. So. So, und was macht der? Der macht auch Glubsch-Cookie. Aber es bringt alle nichts. Ich glaube, es ist keine Sau in Reichweite bei keinem. Nö. Nö. Ja, dann drehen wir wieder am Rad, ne? Runde 2, wir drehen am Rad. Alle euch kleinen Abräume. So. Ja, mal schauen. Wir werden mal sehen, ne? Ja, was da so geht. Was geht? Scheiße. Ja, spannend, spannend. Und so. Ich muss zwischendurch immer mal wieder gucken, was ich denn alles so kann.
Und was kannst du so? Wie war das nochmal, diese Optionen, die ich noch habe, die hier drunter stehen? Diese Modis. Das hier. Was sind das? Wann kann ich das machen nochmal? Wieso? Das steht doch da, wann du es machen kannst. Ja, kann ich dann, also wenn ich angreife, kann ich sagen, so, ich möchte jetzt einen Stressmarker kriegen und darf dafür einen Würfel zusätzlich werfen. Ja, wenn du noch keinen Stress hast, genau. Und wenn du angreifst, steht da ja. Okay. Da steht dann immer, was dann Ich halt. will Stress. Was kann ich Stress? Warte mal, bis ich da bin. Stressmuskel. Ist bald fertig da? Ja, der letzte, ich suche mal den richtigen Würfel. Mohikaner? Ne, der nicht. Zack, so. Da fangen wir. Ach ja, ich fange auch immer an. So, er heißt hier eine seichte 3. Und ich hoffe, er kommt nicht zu nah an der Links vorbei. Die ist doch gar nicht so seicht, wie man denken sollte. Siehst du mal? Nee, ups, siehst du. Ach, ich drücke das zu weit runter. Weiche Unterlage bei weicher Matte ist nicht gut. Oh, und das ist auch nicht gut. Boah, die seichte Dings ist echt viel unseichter, als ich dachte, so eine Scheiße. Damit vertue ich mich auch jedes Ui, Mal. wir haben schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Verdammte Kacke, ja, das war nicht Ja, schön. kannst du gleich einfach drüber fliegen. Ja, toll, dann muss ich würfeln. Tja, das Da. musst du wohl. So, dann haben wir 5. Er fliegt 3 geradeaus. Ja, scheiß Aktion hier. Und dann bin ich Und mit dann gibt es 6. eher ein Glutschkuppi. Achso, pardon. Oh, eine seichte 3. Hey, cool, hab ich auch Oh. gemacht, so leicht sind die gar nicht. Also mit dieser weichen Decke da drunter, das ist ganz schön nachgiebig alles, ne? Aber ich finde das nicht schlimm. Was mache ich denn? Wer ist das? Voller Sabak. Alter, Fieber rechts, ja, cool. Das ist lustig, voller Sabak. So, das haben wir. 6, 7. Ja, dann darf ich ja alle weiteren. Das hat bestimmt irgendwie ein Wookie oder so gesagt. Der hat gesagt, ey, guck mal, der Besoffen hat sich total vollgesabbert und da hat er bestimmt seinen Namen her, weil er so Ja. genuschelt hat. Hier, der Poster. Zwischen knallen. 4 geradeaus. Hau ab. Oh, Hi. passt noch. Das passt noch. Das auch. Knötchen. Knutzen. Ui, Ja. ui, ui. Ich Ja, glaube. und dann kommen wir zu Süben. Süben fliegt hier der Kollege. Der fliegt erstmal in seinem Kamigo-Lubel-Label geradeaus. Bitte 3 was? Stück. Das Das Problem. Problem ist, nicht mogeln. Ich gucke nur, ob ich jetzt. Ich nehme Glubschi, glaube ich. Ich könnte natürlich auch Fass rollen. Das könnte aber ins Auge gehen. Nein, nicht zwangsläufig. Bitte entscheiden Sie sich. Ach komm, gönnen wir uns mal was. Wie viele Lebenspunkte hatten wir? Oder Rumpfpunkte? Ach ja, 6 Rumpfpunkte, 2 Schilde kommen. Dann machen wir mal auf Fass rollen. Fass rollen, auf Fass rollen. Na, rechts oder links? Links bitte. Mahlzeit. So, und du bist dann auch in meinem Bullseye, Feuerwinkel. Das heißt, ich kann meinen Glubschcookie nicht verwenden. Genau. Richtig? Du kannst keine Evades und keine Fokusse nehmen, wenn ich das richtig in Ordnung habe, ja. Okay, aber meine Option, die drunter stehen, kann ich trotzdem machen. Richtig. Weil das ja nicht. Ja, die Aktion hast du ja schon Ja. gemacht. Nein, das hier, diesen Text Ach da. so, ja, klar, das ist davon unabhängig. Okay. So, jetzt kommt Ette hier noch. Er fliegt mit einer Ecke. Moinsens. Und dann.
auch wenn der super zerbrechlich ist, macht er aber trotzdem noch eine Schub als Aktion. Der ist nämlich mutig. Was? Schub. Habe ich schon verstanden. Schub. Rakete. So. Der ist nämlich gerne in Reichweite Wiederholt 1, aber. Was weißt du? machst du? Schub. Dann darfst du auch direkt anfangen mit. Daka, daka. Genau, Gesundheit. Ops, 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 ops. So. Bald ist Oktober. So, falsches Spiel, weiter geht's. Smile. Ich habe nichts gemacht. Nein, nein, alles So, gut. also, wir verlesen nochmal den Text, sobald du angreifst oder verteidigst, darfst du einen zusätzlichen Würfel nehmen, falls das feindliche Schiff in Reichweite 1 ist, auch bei der Verteidigung. Sehr schön, das heißt, wir sind kriegen 3. Plus den normalen Reichweitenbonus von Oh, komm 1 hier weg, ey. und dann noch einen für extra, das heißt 5. Wie heißt denn das da? 5 auf den Kollegen, auf dem Sabakas-Sack. Der vollgesammelte. So, auf der Schnauze, los geht's. 4-mal Hit bitte, die Dame. Oh, Krieg. Man merkt, er ist betrunken. Ich darf mit 3 verteidigen. Mit 2 habe ich. Ja, aber. Warte, was hätte der als Sonderfähigkeit? Ja, nee, das ist egal, aber ich dachte wegen Ja, der Reichweite, weil du so nah bist, aber das ist ja Blödsinn. Ist ja Falschpunkt. Damit, ja, natürlich nicht mehr jedes Mal. Muss ich mit links und rechts abbiegen? Boah, 3 Schaden direkt. Daka, daka, daka. Boah, der ist gleich schon tot. Das ist so schön. Scheiße. Nicht schön, ich wiederhole, nicht schön. Ich finde das gut. So. So, dann habe ich Initiative, ja, habe ich 7, aber du hast Initiative, das heißt, deine 7er dürfen alle als erstes ballern. Ich bräuchte mal diesen tollen Superpointer. Okay. Hallo. Kleines Dreckstück da vorne. Hey, lass mich in Frieden. Ich baller erstmal auf ihn hier in Reichweite 2 mit 3 Würfel. genau Verteidigung. 1, 2, Oh, 3. einen ganzen Verteidigung hat man heute. Ey. Zu Beginn der Kampfphase darfst du das halt nicht schön an der Reichweite. Zu Beginn der Kampfphase. Ach so, ja, das muss ich dann noch machen, bevor wir weiter beginnen. Was? Zu Beginn der Kampfphase darf ich ein Schiff in Zielerfassung nehmen, was in meinem Bullseye-Feuerwinkel ist. Das werde ich mal eben tun. So, allein der Vollständigkeit halber. Unter der Voraussetzung. Ah, das ist mein Zielerfassungsmarker. So. A bis D. Hab ich jetzt, ja? Ja, bitte, danke. Schön. Einmal alle umdrehen. Einmal bitte Auge wegtun. Auge weg. 2 Hit. Ich habe einen ganzen Verteidigungswürfel. Einen evaded, einer geht durch. Was haben wir denn? Wenn ich einen Schub mache und über einen Asteroiden fliege, muss ich dann auch nochmal Du musst, würfeln? ja, du musst, wenn du drüber fließt, musst du würfeln, ja. Dann mache ich eine Fassrolle jetzt, weil das ist ein Boni von mir. Nach dem Angriff Boni darf ich ist Plural. eine. Ja, ich habe auch 2. Ach so. Entweder eine freie Aktion Schub oder eine Fassrolle durchführen. Ja, Sind das 2 ist ja von der fast eine Rolle. Für 12. 5. So. So. Nee, so schon mal gar nicht. Dann. Mister. Oh. Mister O? Mister O. Ich riech doch mal nach Schadensdecke hier, ne? Wo wir schon mal so am Spielen sind. Ach so, ja. Dadurch, dass jetzt mein Flugzeug dazwischen ist, ist der Angriff dadurch versperrt? Kleine und große Schiffe versperren nicht, nein. Ach, verdammt. Nur ich denke nur mal die gigantischen, also hier diese fetten Pötte. So, Ja, hier 2.0 gibt es dann auch in der mein mittleren Psst. Welt. Entschuldigung. Hör mal auf! So, Vorhut der ersten Ordnung. Faulstress. Sobald du angreifst, darfst du, falls der Verteidiger das einzige Schiff in deinem Feuerwinkel in Reichweite 1 bis 3 ist es ja von den gegnerischen Schiffen, Jo, der ist nicht drin. darfst du einen Angriffswürfel neu würfeln.
Ja, natürlich, kennst du mal. Moment, ne? So, ich darf mit 3 hier, der greift den da an. Ja, 3. 3 und für einen darfst du neu würfeln. Und für einen darf ich neu würfeln. Ich dürfte mal mit 2 verteidigen, bin aber ein 3 Manöver geflogen, das heißt, ich darf mit 3 verteidigen, das ist ja seine Sonderfähigkeit. Aua! Glubschauge Auge weg, dann wenigstens 2. Einer geht durch. Einer geht durch, das war der süße kleine Quaddy, lass ihn mal in Ruhe. Okay, dann Seta 1. Zeta, Zeta und Ich nehme Morilo. eine Stresspuskel und kriege einen Angriffswürfel mehr. Ach, oh. 1, 2, 3, also 4. Da. Ja. Ist so, ja. Glaubst du mir nicht, Ja, ich hab jetzt den Schiff vertan, aber nein. ne? Auch wieder auf den Quartet, Nein. oder? Ja. Und ich drehe alle Glücksschieß um. Ich auch. Aua! Evade, 2. Dann ein Hit, ein Crit. Oh fuck. Ein Hit. Ach, vielleicht sollte ich Umdrehen, auch den bitte. richtigen. Nee, ein erster Hit, dann der Crit. Achso. Erster Crit, dann der Hit. Nee, Junge. Ein Hit, ein Crit. So, warte mal, der hätte eh schon eine Schadenskarte. Eben kriegt die Überwaffe gedeckt. So, ein Hit. Erst die Hits, der kommt zu. Und dann noch ein Crit. Schiff, senke deinen Wendigkeitswert um 1. Minimum 0 Aktion. Wirf einen Angriffswürfel. Bei einem Hit oder Crit wird diese Karte umgedreht. Also habe ich dann nur noch einen Würfel. Also abhängig von den Aktionen, wie ich dann geflogen bin. Ich war, ja. So. Dann haben wir das auch geklärt. Schadenskarten haben wir zugeordnet. Ja, dann muss ich meinen Wendigkeitswert um einen senken. Schade eigentlich. So, du hattest jetzt mit 7ern allen geschossen, ne? Ja, jetzt bist du Dann dran. kommt mein 7er. Ja. So, der dackert hier natürlich auf den in Reichweite 1. Den ist der voller Sabbat. Genau, der Vollgesabberte. Der kriegt jetzt erstmal einen auf der Schnauze und zwar mit 4 Angriffswürfeln. Der ist in der Zielerfassung, die gebe ich in diesem Moment aus. Das heißt, ich würfel die beiden nochmal neu. Na, wenigstens sind wir schon mal bei 3. 3 Hits, bitte. Ich darf einen Verteidigungswürfel in mehr nehmen, richtig? Nein, darfst du nicht. Warum solltest du? Darf ich wohl? Sagt wer? Weiter. Yeah! Einer geht Einer durch. geht durch. Oh, das reicht sogar, um den zu Und knacken. er sagt, ach Mann, ist er schon tot. Ist ja schon tot. Letztens haben wir Schiffe versenken gespielt, total alles gut. Ja. Voll Schön cool. auf dem Campingplatz Schiffe versenken. Ja, da ist auch. Ja, das war Ich glaube, schön. ich habe seit der Schule kein Schiff versenken mehr gespielt. Ja, ich fand das gut. Ja, auf jeden Fall. So, der hat geschossen. Ja, und getroffen. Und getroffen. Und dann habe ich natürlich noch. Wen habe ich denn noch? Ach ja, Mr. Nummer 5. Also Piloten mit 5 hier, meinen kleinen Quad-Jumper. Wie viel hat denn der Tandemfer? Der ist bestimmt noch ziemlich voll, ne? Ja, der ist noch ganz frisch. Ach, du ahnst es nicht. Und der Zeta 1, Zeta, Zeta. Auch alle ganz frisch. Ein Ja. Schild, 3 Rumpf. Ich schieße bei Reichweite 1, schieße ich auf den Zeta 1. Mit 3 dann. Ei! Ja, das war schon mal nix. So, und dann muss ich mal kurz ein bisschen weinen, weil das war ja mal echt scheiße. Wie geht's dem? Hat der noch einen hier am Dings? Ja, Reichweite 3, also ganz eben und versperrt. Dann schießt der Dicke schießt noch auf ihn, das passt so ganz eben. Aber versperrt, das heißt, du hast einen Verteidigungswürfel mehr und Reichweite 3, du hast 2 Verteidigungswürfel mehr. Weil weit weg, schlechter Treffen, mehr Verteidigungswürfel. Also Ich. 5, 2, 4, 5 Was dann oder was? sind 3? 3 normal, ein für die Reichweite und ein für die Dingshitter. Ja. Ein Hit, ein Crit. Kommt schon, 5 leer sein, das wäre doch mal ein schöner Wurf. Kleinklappe. Ach Gott, ja, nee, da brauche ich gar nichts zu erzählen.
meine Tussi-Würfel sind voll toll. Der da noch, oder was? Ja, das der war der gerade. Ach so. Und ja, dann bin ich auch schon fertig. Ja, alle Glubschis weg. Glubschis weg. Und next round, please. Wir drehen am Rad. Ja, dann drehen aber wir aber mächtig. Eingebuttert hier, ey. Ja, du sagst es, Tier. Gar nicht mal so einfach. Und gar nicht mal so schön. Und gar nicht mal so einfach. Und gar nicht mal so schön. Scheiße. Und gar nicht mal so schön. Mann, ist das kacke. Und gar nicht mal so schön. Tja, ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Scheiß. Das wäre gar nicht mal so schön. Eins! Mein Gott. Ja, das hat die, das ist die neue Anrede, die wir jetzt hier eingeführt haben zu Hause. Träumwörter. So. Ich weiß nicht, was ich machen soll, machen soll, machen soll. Ich wollte mal festhalten, soll, ich bin schneller fertig als du. Ja, einmal. Deswegen wollte ich es ja festhalten. Irgendwie. Habe ich nur noch drei Schiffe, weil das eine wird hier zerschossen. Okay, dann bin ich was wieder mal, ja. Fertig. Nö. Abrufen. Ja. Ja, ich leg da mal los. Finger von dem Laser. Finger von den Dinger. So, und zwar fliegen wir jetzt noch harte. Shit. Da habe ich natürlich auch nicht auf den Pilotenwert geachtet. Oh, oh, oh. Ich glaube nicht, dein Sabbat ist betrunken, sondern meiner einer wohl eher. Das ist doch jetzt schon wieder absoluter Bullshit. Bullshit, Männer! Bullshit. Oh, oh. Ja, genau oh. So. Zwischendurch geht mal das Flugzeug kaputt. Das ist ein Raumschiff, Schatz, kein Flugzeug. Der war schon mal abgegangen. Also ich will ja nichts sagen, aber ich bitte dich einmal kurz gucken zu kommen. Hast du schon schön verschoben. Sehr gut. Immer wird mehr. Ah, du musst noch würfeln. Ja, das muss er wohl. Natürlich. Natürlich. Ein Schildchen weg. So. Der darf dann hier so ein bisschen rumpimmeln. So, Schickes Traumschiff. Ja. So. So, Aktion kriegt er aber trotzdem. Dann 5 noch. Dann 5 noch. Jetzt pass auf, was immer hier verrückt ist. Was ist das? Was ist das denn? Zurückfliegen? Piep, 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 piep. Hallo. Boah, das wusste ich gar nicht, dass du das kannst. So, fuck, ich glaube dann. Das ist so, ja. Werden wir jetzt kollidieren? Oh ja, ich freue mich schon. Stress hier, das wollte ich schon mal machen, rückwärts fliegen. Cool, dann bin ich. Ja, bestimmt. Okay. Los geht's. Was ist? Fünf raus. Leck mich am Arsch. Ja. Wächter, jetzt komme ich. Gibt das Stress? Nein. Flottes Ding. Cool, ne? Respekt. Was kann der denn so Hübsches? Mhm. Boah, der ist aber weit abgehauen. Hör natürlich jetzt nicht einkalkuliert, so ein Dreck. Das ist wieder immer noch. Ja, nein, ich meine mit dem anderen. Ich glaube, dann nehme ich den hier. So. Ich nehme keinen, ich wiederhole keinen Glubschcookie. Verrückte Welt. Crazy, ne? So, dran, dann. Dran? Ich dachte, du hast es nicht gehört. Wow! Ich hab's richtig gemacht. Aber die Schablone war schön immer stützen. Nee, nee. Nix da. Nee. Ja, ich will es ne? Kein im Winkel, scheiße. Wieder den. Und ich muss da ein grünes Manöver fliegen, damit mein Stress wieder weggeht.
Ich fühle mich auch schon ganz gestresst. Und dann darf ich. Fährst du mir eine Karre? Also fliegst du für mich? Ja. Damit ich wieder Stress kriege. Sehr toll. Ey, Pock. Ja. Ein riesiger Stress, ne? Ja, ich meine schon. Toll, ganz toll. Und ich darf keine Aktion nehmen. Toll! Toll! Also irgendwie. Doch, Aktion darf man nehmen. Aktion darf man, darf eine freie Aktion darf man durchführen, aber. Also darf das Schiff nicht beschießen. Also darf ich jetzt auch einen Glubschguck nehmen zum Beispiel? Ja, theoretisch. Wenn das, was ich denke mal, das ist eine freie Aktion. Ich weiß nicht, ob das eine Aktion oder freie Aktion ist. Es gibt ja noch Sachen, wo man eine freie Aktion extra kriegt, quasi. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist nötig. Ja, ich sag's ja immer. Also ich bin gerade mal. Ich werde das mal eben nochmal hier nachschlagen, damit wir auch hier die Gewissheit haben. So, kein Stress. Wir haben nachgeguckt. Also man darf das andere Schiff nicht eingreifen. Freie Aktion darf durchgeführt werden und von Stress steht da mal gar nichts. Wenn's ja, weil wenn du Stress hättest, darfst du auch keine Aktion mehr ausführen. Irgendwie habe ich das, weiß ich nicht, da habe ich das voll falsch in Erinnerung. Wir spielen viel zu selten X-Wing. Tja. Wir spielen viel zu selten viele Sachen. Wir können ja beide unsere Berufe niederlegen und nur noch spielen. Wenn das finanziert wird, bin ich sofort dabei. Also falls jemand zusieht, der irgendwie gerne jeden Tag einen neuen Battle Report sehen möchte und das bereit ist, so irgendwie in Vollzeit zu bezahlen für zwei Leute, da wäre ich durchaus einverstanden. Derjenige darf sich gerne sofort postwendend hier melden. Nicht wahr? Ich war. So. Alles dann klar. Dann würde ich sagen. Hast du alle siebener geflogen? Ja, ich habe nicht mehr so viele. Ja, das ist schön. Und ich kann mit keinem einzigen Schiff angreifen. Sehr schön. Schön. Ja, das habe ich mir auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Also er fliegt jetzt mal hier so in die Lütt. Ich muss mir angewöhnen, wieder auf Pilotenwerte zu achten. So. Was machen wir dann? Ach komm, was soll der Geiz? Dann machen wir noch einen Schub hinterher. Also eine Decke unter der Matte legen. Das mache ich nicht mehr. So, das war dieses. Und dann haben wir noch hier den Protektoratsjäger, der fliegt 4 und macht eine 180-Grad-Kehre. Und natürlich fliegen wir dabei über ein Steinchen. Ne, tun nicht. Oh, Schweinehaut. So, zack, kriegen wir trotzdem Stress. Trotzdem. Ist das Russisch? Wie trotzdem. So, Stress bliert. Ja, dann fangen wir an. Ich kann ja niemanden. Cool, aber ich kann mein Schiff wieder draufstellen. Leute. So. Piloten mit 9. Da kann ich den noch in den Pöter schießen, in Reichweite 3. Und wen genau jetzt? Ich muss mal eben glotzen. Glotz doch. Ja, ich treffe den Dämpfer leider nicht mehr. Das heißt, ich finde Silencer hört sich viel cooler an, also Dämpfer auf Deutsch. Aber egal. Dann schießt natürlich den in den Pöter. Und das Ganze auf Reichweite 3, hätte ich gesagt. Das Turfenia. Gesundheit. und zwar mit Drime. Und, ja, welche Reichweite war das? 3, das heißt, du da kriegst einen mehr. Nett. Mit 4 verteidigen. Nett. Sehr nett. Habe ich einen Mutzinger an 2. Mit Crit. Und du kriegst Stress übrigens. Ich habe Stress, liegt da doch. Wo? Ach da. Dein Schiff hat es verdeckt. Warum? Achso, nee, ist doch richtig. 2 negiert. Du, ja, 1, 2, oh. Oh. Ja, oh. Ja, eine Runde Mitleid einmal. Oh, ja, echt. So, wir mitleiden nicht. Jetzt schießt er hier mit Drime. Nochmal auf den gleichen. Ja, das war Reichweite 2, ne? Madame, da gibt's einen Würfel weniger. Madame de Brötchen, das bin ich. Ja. Leck mich an, sag mal, was ist das denn für eine Kette? Na. Ein Pardon. Einer. Aber diese Fäkalausdrücke. Ja, echt Fäkalausdrücke. Siehst du das? Meine Tussi-Würfel sind voll toll. Die hätte ich dir nie schenken sollen, immer verliere ich damit. Die sind bestimmt manipuliert. Manipuliert. Manipuliert.
Also, wir sind. Boah, ist das schlecht heute. Ich habe gar nichts getrunken. Wirklich nicht. So. Kann ich nicht so laut sagen. Ja, weiter geht's. Sind wir durch. Ich kann, ne, immer noch nichts machen. Ja, sind wir durch, ne? Ja, du kannst auch noch mit denen da schießen. Ach ja, stimmt. Oh, sehr aufmerksam. Ja, also den kann ich nicht angreifen, aber ich kann hier auf die schwarze Semmel schießen mit Reichweite 2. Hat der da schon angegriffen? Der ist nicht, das ist ja kein Feuerwinkel. Aber sowas überhaupt nicht. Nein. Okay. Den hau ich hier nicht mein Geld. Okay. So, wen? Den auf den Dämpfer. Mit ganzen 2. Ich darf da nur mit 3, ne? Mit Crit, ja. Was ist das? Ne, Rachel und Glubschi. So, jetzt bin ich regelmäßig fertig mit den Nerven. Wir drehen am Rad. Ja. Mal wieder. So, am Rad wollen wir hier mal dreht. Abdrehen. Am Rad hier dreht. Was auch immer. Ob das wohl schon unter Copyright-Verletzung fällt, was wir hier gemacht haben? Nein. So schief, wie ich geflötet habe. Genau, da kann wohl keiner was zu sagen. Echt? Yeah. Oh, die Schiffe sind sehr weit weg. Hier, komm. Hallo. Dann? Quatti, was machst du? Ich weiß noch nicht, ich muss aber kurz mal überfliegen. Spinner. Spricht ihr auch manchmal mit eurem Püppchen? Bestimmt. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der mit seinem Püppchen spricht. Bitte machen. Bitte machen. Ach ja. Manchmal glaube ich, du nimmst mich nicht für ganz voll. Sie sagt gar nichts dazu. Ist das gut oder schlecht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt. Ja, ja. Schon. Das ist alles gar nicht so toll hier gerade. Also das Rückwärtsmanöver ist zwar ganz schick gewesen, aber. Ja. Hm. Hm. Das ist scheiße. Oh, da ist ja noch einer. Achso, ach ja, ach nö. Wieso? Mhm. Ja, ja, ich bin auch was ein bisschen motiviert hier. Dito. Also, dann? Du. So, Nummer 2. Eigentlich. Vielleicht 3 links. Ich hoffe, das ballert jetzt nicht in deinen rein. Das aber hoffe ich auch. Ganz so schlimm haben wir ja gelernt, ist das nicht? Wenn es reinfliegt. So. Kleiner Fröschen halt. Frag. Ne, gut, Lupschi, das liegt sowieso hier noch unvorsichtigerweise rum. 2, dann haben wir das nächste halbe 5 hätten wir noch im Angebot. Das ist der Quotti. Mhm. Der möchte gerne 2 geradeaus. Und soll ich mal meinen da wegnehmen? Ja, um seinen Stress loszuwerden. Er fühlt sich nämlich etwas gestresst von der ganzen schnellen Gegenzeit hier. Wer nicht? So, schwupp. Ah, nee. So. Halt. Achso, ich dachte, nehmen Sie es jetzt wieder. Ja, aufräumen, aufräumen. So. Und was mache ich denn als Action? Action Man. Action Man. Bringt, glaube ich, alles nix. Ja, dann mach. Ja, dann sag mir doch mal, was ich machen soll. Wo fliegt denn der Schwarze hin, wenn ich das mal wüsste? Ich glaube, das bringt aber alles nix. Ich nehme mir Glubschi. Boah. Ist schon schwierig. So. Da bin ich. Vielleicht. Nee, ist so. ISSO. Ich fliege 3 geradeaus. Verboten. Und nöre mich damit dabei um. Räum doch mal auf hier. Da willst du mir nur in die Fresse schießen, Junge. Ich sag mal, wieder schön drüber mit meiner Birne. So, hallo. Okay. Also. Pardon. Dafür kriege ich ja Stressbrüstel. Schief in die Landschaft? Hoppala. So, dann. Nicht nochmal gucken. Harte, nee, ich muss nur gucken, weil ich das nie weiß. Harte 3 nach rechts und dann umdrehen. Sie dreht das Ding hier hin und her, das ist gerade passt unglaublich. Nein!
Ach Mann, ich weiß noch nie, ob das jetzt rechts oder. Oh, pardon, links ist. Oder ich Glück gehabt. Warte, ich nehme mal hin. Mal hier. Hi! Der steht aber ein bisschen drauf. So. Also, der steht nicht drauf. So. Ja. Da ist aber Sahne, ja, du. Aber sowas von. Und? Was ist das? Hier, da guckst du. Ich drehe jetzt mal, um zu sehen. Auch nach rechts. Weil ich finde das bei denen immer total doof. Achso, ja, du musst einfach anhand dieser Kurve gucken, ob die geht unten los und dann geht's nach rechts oben. Ich kann das nur so. Ja. Mann, jetzt habe ich überall Stress. Das ist echt scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Du hast die auch selbst eingestellt. Ja, aber ich muss ja auch irgendwann mal was treffen. Ich gehe jetzt nicht so in die Zukunft. Nee, das ist deiner. So, das war's. Das war's, sagst du. So, dann ist mein 7er jetzt erstmal dran. Der macht eine harte Ecke. Und zwar nach rechts. Ich hoffe, dass mit dem Quoti passt. Nein, natürlich nicht. Leute, ey. Augenmaß wie der Wildsau, das ist wirklich zu weit. Bitte. Nein, passt nicht. Fliegt rein. Herzlichen Glückwunsch. Keine, doch, eine Aktion durfte ich ja noch, aber hat das keine sonstigen Auswirkungen? Ich dachte immer, das wäre schlimmer, irgendwie mal reinzufliegen. Ja, du darfst dich selbst nicht angreifen. Ja, ich glaube, der verliert seine Aktion. Ich muss das nochmal sagen. Aber du hast es gerade doch durchgelesen. Eine freie Aktion, ja, aber ich weiß nicht, ob Aktion und freie Aktion zwei Paar Schuhe sind. Das wäre mal interessant zu wissen. So, dann haben wir den. Und dann haben wir noch den Neuner. Der fliegt eine seichte 2 nach links. Soll ich das mal machen? Oh, ich kann auch hier rumwatscheln. So, seichte 2 nach links. Das ist echt zu lange hier schon. So. Boah, wie sind solche Gruppen ja, unterwegs, ne? Das ist schlimm. Unnormal. Das war ein grünes Manöver. Okay. Ja, dann müsste ich gleich nämlich weg. Weil ich du. Ja. Aktion? Der ist schon in Reichweite als das, was ich muss. Den nehme ich dann jetzt nach. Natürlich glücklich, Cookie, so. Räum mal auf. Und verschifft. Meins, direkt. Danke. Und los. Und los war's. Kleiner Spaß. So, ich greife natürlich an mit dem Sternenjäger des Protektorats bei 9. Pilotenwert. Und zwar greife ich dann an. Aufgrund Reifung Reichweite 1 mit 1 mehr, das sind 4. Und mit aufgrund der Sonderfähigkeit mit noch 1 mehr sind das 5. Wen hast du an? Na, den Spatten, den Dämpfer. Hallöchen, da tue ich natürlich auch sofort das Auge aus. Reichweite, was war das? Auf Reichweite 1 bin ich. Oh, dann darf ich mit einem. Nein. Immer noch nicht weiter. Oh Mann, verdammte Scheiße, was habe ich denn für einen Knoten im Kopf? Weiter weg trifft schlechter, ist doch logisch. Das heißt, du kannst dich schlechter verteidigen. Ja. Besser verteidigen. Jetzt habe ich auch schon einen Knoten. Ich mache mir gerne verrückt. Ja, das wird ja nicht so rechts abbiegen. Irgendwann wird man zur Frau. Ich glaube, wenn ich schon wusste. Hi. Dann hättest du aber auf jeden Fall noch ein Hobby mehr. Oh, so, yeah. Ich werde mich jetzt verteidigen. Hoffe ich. So natürlich nicht. Oh, der tut weh. Einer der Crit geht weg, ne? Nein. Hit. Dick, erster Hit. So, 3 Hits, also okay, hast du schon mal 3, 4. Wer ist denn das überhaupt? Der Dämpfer. Oh. So, 1, 2, 3 darfst du dir schon mal so runterzwirbeln. Nee, weißt du was? Ich werde diese Karte hier ablegen und werde nochmal würfeln. Was? Sobald du verteidigst, darfst du diese Karte ablegen, um alle deine Verteidigungswürfel neu zu werfen. Boah! Ja. Also, das wäre jetzt ist wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt, ja. Ja. Komm, jetzt kommen 3 Blanks. 3. Oh, immer schon einen besser. 2. So, 2 weg, dann bleiben 2 Hits, die nehmen dir die Schilde. Und der Crit, der geht auf. Ich darf was lesen. Ein eigenes Karton habe ich jetzt. Nachdem du ein weißes Manöver ausgeführt hast, bekommst du einen Stressmarker. Wie ja, weil das ein Hindernis jetzt ist. Also Aktion, dreh diese Karte um. Also, nachdem ich das einmal hatte, darf ich die umdrehen. Du musst. Ah, nee, ja, genau. Musst du nicht mal würfeln dafür. Ja, guck, dann hast du. Nee, ach nee, meine Aktion ist das dann eigentlich. Ach so, eine Aktion weg, ja, okay, ja, boah, geht doch schlimmer.
Boah, ist okay. Mach dich so mäßig, Alter. Junge. Wer ist dran jetzt? Du. So, ich habe mir 9 geschossen. Ja, ich habe ja dann nur noch 7, aber Initiative hast du, deswegen schießt du mit den 7 jetzt. Okay. Ich hätte doch mit dem Schnickschnackschluck aufpassen sollen, weil so viele 7 dann hätte. Snickschnackschluck. So. Was zum Teufel tust du denn? Achso. Dann den da. Ja. Den. Da kannst du ja froh sein, dass du da nicht reingebumst bist. 1, 2, 3. Und weil ich so super nah bin, darf ich einen mehr nehmen? Gut. Ja, ich habe es aufgepasst. Also ne? Schlecht für mich immer, ja. 2 Hit. 1 Hit. Dann nehme ich mal eins von meinen noch verbleibenden 5 Schilden weg. Dann nehme ich den nochmal auf ihn. Jo. 1, 2, 3. Auch mit 4 ist noch Reichweite. 1. Jo. Eikarumba! Hit Crit! Ja, ich darf mit einem ganzen verteidigen. Ja. Yeah. Einer Runner. Oh nee. Hit Crit Crit? Na, eben war aber eine sehr sauber. Na, ich habe. Nein, ich habe das nicht umgedreht. Da. Der eine war nichts. Warum da jetzt was? Ja, das war nicht. Ich habe aber nichts umgedreht. Hit Crit, du musst ja irgendwie dran. Nein, bin ich nicht. Videobeweis. Ja, dann. Wir machen mal kurz hier Pause, das müssen wir jetzt aber mal wissen. So, Videobeweis mehrfach geprüft. Hit, ja. Hit, Crit. Weil ja. Da hier oben, der hier lacht, der war leer. Und beim Unternehmen hast du den genommen. Und dann anscheinend, ich habe das selber nicht mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich gedacht, dass er hier gelegen hätte. Verrückte Welt. So, dann würfel ich mit allen Ganzen dagegen. Einer invadet, das heißt, ich habe noch einen Hit und einen Crit, habe aber auch noch genug Schilde. Ich habe nämlich noch 4 an der Zahl. Das heißt, der Crit, der juckt mich nicht so wirklich in dem Moment. Okay, dann bin ich weiterhin dran und nehme den auf den da. Lass ihn mal in Ruhe. Nächstes Reichweite 2. Nur mit 2 angreifen. Wie heißt der? Quadjumper. Achso, den du fliegst, ja. Das ist der Zeta. Der Zeta. Und Tai-Ao. Dann nehme ich. Ach, ich bin ja schon gestresst. Nee, das geht nur, wenn ich das freiwillig mache, ne? Mit dem Stressmarker. Ja, das geht nur, wenn du das freiwillig machst. Okay. Und wenn du einen schon hast, dann geht das nicht. Oh, toll. Okay, fertig. Schwein gehabt, ich hätte nämlich immer noch die Karte von dir, die Schadenskarte, dass ich mit einem weniger verteidigen darf. Hat sich erledigt. Das ist sehr schön. So, das war der letzte geschossen ja. Von dir. So, dann gucken wir mal. 7, was haben wir denn nach 7? 5 ist der Quarti. Und 9. Ich weiß aber nicht, ob der Quarti die. Aber 5 kommt nicht nach 7. Achso, ja, wenn, dann kommt erst. Was? Achso, der. 5 hat doch schon. Ne, 5 hat noch nicht. 7 haben wir erst geschossen. Jetzt müsste erst genau mein 7er. Wer hat denn 7? Habe ich nicht den 7er? Ich bin verwirrt. Ah, da, der Kanigelu. Ja, der stand der andere Kanigelu. Genau, so. Da könnte ich schießen. Ah, du bist ja mein Bullseye-Feuerwinkel. Hallihallo. Hallo. Ja, dann wollen wir mal eben Lucky Lucky machen, was die Distance sagt. Der Distance sagt 1,5, das heißt, in 2 sind wir drin. 2 nur? In 3. Mit dem. Da ist der Strich. Der ist in der Mitte von der Base. Reichweite 2, aber mächtig. Verrückt, das finde ich von der ganz anders aus. So. Darf ich nur mit 3 verteidigen? Das ist mehr als genug, ne? Niemals. So, 1, 2, 3 im Angriff. Aber ich check mal eben der Fairness halber. Ach doch, der Bullseye, der ist voll drin hier. Ja, der geht da durch. Aber kannst eh, hast eh keine Modifikatoren, ne? Nö. 3 Hit bitte. Schöner Wurf. Oh, auch schöner Wurf. Einer geht durch. Ja, auf den Zeta. Zeta. Mein letztes Schild. Ach ja, ein Schild hat es auch noch. Ich meine mein letztes. Ja, Schild ist richtig. Danach kommt Wurf. Genau. 5 kommt noch, die hast du ja noch alle voll. So. Ja, dann Nummer 5. Nummer 5 lebt. Und Nummer 5 kann schießen. Was auf dich. Auf ihn. Also gerade eben. Boah, ja, Schwein, ich habe gerade eben ein Zipfelchen noch drin. Also Nupsi. In Reichweite. Auch noch 2. Bitte. Nichts. Du Frau. Ja, dann schießen wir auch mal auf den. Mit 2. Ein Hit, nehmen das Auge. Negiert. Ja, das war klar. Hat die uns nicht so. So, das hat der geschossen. Der 5 hat geschossen.
Der hat schon, nee, der Dicke hat noch nicht. Der Dicke darf noch, der steht zwar nur die Base, aber der ist nämlich... Ja. Kürzeste Distanz ist hier von Base zu Base, ist noch Reichweite 1 und geht in dem, nee, in der kürzesten Entfernung nicht durch den Asteroiden. Ich wiederhole nicht. Nicht. So, was habe ich gesagt? Reichweite 1, 3 Angriffswürfel, dann macht das 4. Alle, hopp. Hit-Hit-Crit. Ja, Mittel. Mit Ryan darfst du verteidigen. Alter! Oh, einer geht durch. Ja, der Crit geht durch. Hat der noch Schilde? Das ist der Tour-Fan hier. Nee. Ah, schön, dann kriegst du eine offene Karte. Tada! Du kannst keine Angriffe durchführen. Nach deiner nächsten Möglichkeit zum Angriff, auch wenn kein Ziel für einen Angriff vorhanden war, drehe diese Karte um. Ja, du musst hier noch einen Rumpfpunkt davon wegnehmen. Entschuldigung, ich habe dir gar nicht zugehört. Also anstatt jemanden anzugreifen, nehme ich die Karte weg und dann bist du dran gleich. Ah, okay. So, ich sortiere die hier mal nach Gelb und Blau, das ist nämlich sonst ein bisschen nervig. So, alles klar. Also das haben wir. Ja, das war's, ne? Zwei nächste Piloten werden, dann dürfen wir jetzt freundlicherweise wieder am Rad drehen. Und los geht's. Ich drehe einmal. Ah, Pilotendeck beobachten. Gutes Argument. Kommt ihr miteinander klar? Ja, wir verstehen uns meistens. Ja, okay. Meistens. Wir wiederholen meistens. Ja. Hi. Irgendwo fehlt mir noch ein Beobachter, hier bin ich drin. So, den Dicken habe ich. 2, dann fliegt 5. Hast du gesehen, was ich gedreht habe? Nein, ich bin gerade dabei. Lügst du? Nein. Ja. Würde ich nie erlauben. Schon voll geglotzt. Wieso glotzt? Das ist doch vollkommen normal. So, Kumbotti. Dann haben wir hier noch Kanigo-Igel. Gesundheit. Ah, hab ich das falsche Manöver heute? Den will ich ja natürlich. Ja, ich bin auch gerade sehr bedient. So, das ist für dich, Kollege. Das lege ich jetzt mal da drauf. So, der Kanigo-Igel. Was macht der denn Schönes? Irgendwas Tolles. Was richtig irgendwas Geiles. Tolles? Ja, was richtig Geiles. So. Ich bin gespannt. Und Etta? Haben die da? Ja, haben die auch da. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was du mit dem einen machst, dann würdest du auch mal mit dem anderen machen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, ist ja auch Risiko. So, dann ist auch schon wieder Flugzeit. Flugzeit. Der sieht so ein bisschen gekentert aus, aber der darf als erstes verfliegen. Dann fangen Sie mal an. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe nicht aufgepasst. Fliegst du von der Platte? Ich wiederhole von der Platte. Nein, so weit kommen wir nicht. Nicht eine harte 3 Dings, aber ich glaube, da knall ich dir noch in der Karre. Warum machst du einen Superlauf? Warum fliegst du mitten rein? Warum bist du nicht rechts geflogen? Ich wollte eigentlich auch rechts fliegen. Ich hab's nur falsch. Na, haben wir uns mit rechts und links getan? Manchmal brauche ich sowas. Und du bist auch auf dem Dingsbums drauf. Und ich bin auch auf dem Dingsbums drauf. Ich glaube, Bendy war keine Aktion, wenn wir da stehen werden. Und eine Stressbustel. Weil du bist mitten auf dem. Ja, ich muss. Meteoroiden-Dingsbums da. Ja, und würfeln muss ich, ne? Auf alle Fälle. Ja. Natürlich. Stress auf dem Asteroiden, das ist die Frage der Fragen. Wir haben schon viel zu lange nicht mehr gespielt. So, wir haben es heute mit unserem Stress. Kein Stress, aber keine Aktionen durchführen. Schaden habe ich ja schon gekriegt. Hat sich echt gelohnt, die Nummer. War schon nicht schlecht. Ey. Manchmal müssen wir echt mal ein bisschen aufpassen hier. Nummer 5? Nummer 5 lebt. Hat es sofort schon. Ja, so. Mein kleiner Quadjumper fliegt nach Arte 2 nach links. Mein kleiner Quadjumper.
Schwabbel. Boah, du fliegst aber auch eine ganz schön enge Kiste hier, ey. Ja, ja, das ist auch sehr eng alles da. So, und der möchte dann aber lieber einen Wuschcookie als alles andere, weil ich weiß nicht, was gleich passiert. Dann bin ich. So. Tja. Ich komme mal zu dir. Hallo. Hi. So, der fliegt zwei geradeaus. Zwei geradeaus. Soll ich dir erst das Ziel? Ja, bitte. Zwei geradeaus. Und kriegt seinen Stress dadurch weg. Mhm. Es war ein grünes Manöver. Und meine Aktion ist jetzt... War das jetzt der richtige? Ich muss mal eben gucken. Nein, das ist der nächste. Okay, meine Aktion ist dann hier. Steht aber auf dem Pilotenplättchen auch drauf, wenn du magst. Du hast entweder Ausweichen. Ja, nee, ich muss nur gucken, Schub, weil ich ja hier noch meinen Dingsbums habe. Ich kann ja gleich nicht angreifen. Oder Glotz Cookie. Ich kann ja gleich nicht angreifen. Warum? Weil ich doch den Schaden habe, den kritischen. Ach so, schön. Der das besagt. Stimmt. So, dann Zeta 1. Harte links. Zwei? Zwei. Mhm. Boah, ist das ein... Ja, ey, irgendwo rumgefuckelt hier, leck mich am... Hi. Hi. Ist das hart oder seicht? So seicht. Oh, wolltest du eine harte? Ja, hab ich schon gesagt. Entschuldigung, habe ich die falsche gegeben. Sie braucht's hart. So, hier kriegst du hart. Ja, vielleicht aber für mich besser gewesen. Bisschen verwirrt. Das liegt da dran, dass es gleich Schnitzel gibt und ich schon voller Euphorie bin. Die Schablone nicht zurückziehen. Hier, da knallt er rein. Ich hab's genau gesehen. Und überschneidet sich. Ey, das haben wir doch gerade gelernt. Und, hast du aufgepasst? So, ich darf nichts machen. Keine Aktion durchführen. Und ich muss einmal dingsen. Würfeln und du darfst nicht angreifen. Ja. Zack, da gibt's einen am Arsch. Aber normal. Ja. So, die hier... Blau. Hä? Ich hab doch gerade schon einen weg. Und nee, ich will scheißen. Der hier. Boah, ey, Leute. Oh. Ja, voll überrascht, was man selber da so in dem Licht hat. ja. Hm? Ich bräuchte Assistenz. Ja, aber wo brennt's denn? Ich muss. Ey, hör mal, also ja, zufummeln. Ja, dann fest. Nee, ich nehme die Dinger da mal eben weg, du. Schiebst mir das da alles viel zu sehr durch die Gegend. Ist das ein Scheiß, ey. Kann ich schon wieder mit zwei nicht angreifen jetzt? Ja, jo. Also, tu mal das. Achso, das ist mir jetzt egal. Das, Ding. Den halten wir fest. Das legen wir da dran. Ach, du ahnst nicht, was muss ich hier für eine Nummer? Blablabla. Den kannst du auch mal hier abmachen sofort. Schiete. Wer ist das gerade? Der Dämpfer. Der Dämpfer. Nein, ich hab das Ding weggeräumt. Geil. Nee, da nicht. Nein. Wo ist mein Püppchen? So ungefähr, ne? Ja. Wir bauen uns hier rein. Bold, ey. Ja. So. Ja, Ordnung. Du sagst immer, alles liegt rum, das muss aufgeräumt werden. Zack, räume ich es auf, ist auch wieder falsch. Das war jetzt kein weißes Manöver, sondern ein grünes. Und als Aktion drehe ich diese Karte um. Jawohl, verstanden. So, fertig. Schön. Hast du alle? Mhm. So, hier hast du schon mal ein paar Manöverrädchen zurück. Wie sieht es hier aus? Da eine Schablone, überall eine Würfel. So. Er hier, der darf wenigstens sich immer wieder draufstellen. Wenn er auch schon sonst nichts kriegt hat in dieser Runde. Eine Kette. Wir sind dann der Siebener von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass du in den Asteroiden reinfließt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Deswegen dachte ich, das ist eine sichere Nummer, hier eben hinzuflattern. Genau so sieht's aus. Hi. Hi. Anne bumst. Ja, Anne bumst. Jo. Hi. Scheiße. Hast du gut gemacht. Wie war das jetzt? Eine freie Aktion darf ich auch noch durchführen, oder was? Mhm. Ja, dann dürft ihr ja theoretisch auch eine Fassrolle noch machen. Das mit der Aktion, freie Aktion, das finde ich so ein bisschen komisch. Das will ich mal eben nachschlagen. So, also, zum 100.000. Mal nachgeschlagen.
Freie Aktionen sind natürlich was anderes als normale Aktionen. Irgendwie fällt es mir auch so langsam wieder wie Schuppen aus der Haare. Ja, deswegen gibt es jetzt hier nichts und fertig. Meine normale Aktionen sind die, die da unten drunter stehen, und freie Aktionen sind die, die auf unseren Kartendecks stehen, richtig? Ja, also auf den Karten an sich. Genau, das sind irgendwelche Sonderfähigkeiten. Halt. Genau, als Kartentext immer da unten drunter. Ja, also habe ich mir da auch ins Knie geschossen, so, dann fliegt er hier noch. Er fliegt 2 geradeaus. Da haben wir aber auch ein Chaos veranstaltet. Schon so ein bisschen. Hammer. Das ist schon wieder so eine haarscharfe Nummer hier. Leck mich am Arsch. Pack ich so ein. So. Der darf dann aber freundlicherweise noch eine Aktion durchführen. Und er führt. Führt ein Glubschi aus. Also möchte Glubschi. Boah, was eine Scheiße. Jo. Ja, dann mal Beschussphase. Ja, der Neuner fängt dann natürlich gleich mal an. Jo. Der schießt auf ihn hier, Reichweite 1. Jo. Hat dann dementsprechend 5 Würfel. Du darfst dich mit 3 verteidigen. Leute. Das wären 2 Hit und 2 Crit. Gib sie ihm. Oh, 2 Evade. 3 Evade. Ein Crit bleibt noch für dich übrig. Oh, pardon. Welcher ist das? Das ist der Fan hier. Ein kritischen. Wo ist er denn? Ach, der hat natürlich hier noch ein Kerl. Also ein Schild. Behandle alle Wendemanöver hart rechts oder links als rote Manöver. Ach, das ist ja noch alle noch Schwein gehabt. Hättest du jetzt die Karte gekriegt, Schiff irgendwie zählt wie 2 Schaden, dann wäre auch platt gewesen. Schade eigentlich. So. Das war 9. Dann bin ich. Ja, dann bist du leider. So. Der darf nicht. Mhm. Der da. Darf auch nicht. Der darf auch nicht. Weil ach so, ich das Ding hier habe, das gebe ich dann auch ab und drehe es um. Ja. Wird übersichtlich, die Runde. Nur der darf. Aber auch nicht den, aber den. Ja. Ja. Den darf Reichweite. Immer von der Base-Ecke. Welcher? Ach, der. Der darf. 2, ne? 2. Aber kürzeste Distanz ist versperrt, das heißt, ich kriege rein. Extra Verteidigungswürfel. Darf ich ganz 2 nehmen? Welcher ist das da? Das ist deiner. Mhm. Der angreift, das ist Blackout-Testpilot auf dem Dämpfer hier, der hier so. Ja, dann darfst du aber nur, sobald du angreifst, wirft der Verteidiger 2 Würfel weniger, falls der Angriff versperrt ist. Geil, ich habe einen, würde einen dazu kriegen, nehme 2 weniger, also verteidige ich mich mit Luft. Ja. Auch das wird dem Wälder drin schwer. Hupala. So. Ein. Ja, besser als noch mehr. Das war mein Kanigel-Nigel-Nubel. Schild. Ach, ja, Schild, genau. Pardon, danke. Sehr gut. Ja, und da war ich weniger schon fertig. Ja, das ist doch mal übersichtlich, das lobe ich mir doch. So, der 9er hat geschossen, der 7er möchte schießen. Der darf natürlich nicht auf den, mit den Annebumstes. Annebumstes, das ist ein versperrtes Schussfeld. Der schießt aber trotzdem auf den. Auf den. So, mit 3. Du lässt einen mehr verteidigen, weil wegen versperrtes Schussfeld. Ah ja. Der hat kein. Ja, 2 Crit. Kein Glücksspiel am Start leider. Oh. So wollen wir es sehen. 4 Blink, Respekt und Anerkennung. 2 Crit waren das. Oh. Ich glaube, das. Ach nee, das. Nee, das ist nicht der Dämpfer hier. Das ist Kollege Schnürschuh hier, Ette hier. Oh, ja, der ist platzt. Der ist tot, der Turfin hier. Mit dem schönen neuen nordischen Namen. Oh, töte nicht die teuren Modelle. Töten sie. Ach, Mann ey, was sind das hier für eine Kacke? Das war auch die Meisternavigationsrunde eben, die letzte, ey. So viel Scheiße haben wir noch einen Haufen gesehen. So, weiter? So, dann weiter. Ich glaube, weiter kann ich gar nichts machen. So, der hat angegriffen, weil der hier, der hat keinen im Visier. Hallo, ich bin doch hier. Nein, bist du nicht weg. So, das ist nämlich der da. Nö. Ja, dann drehen wir am Rad. Wir drehen am Rad. Ja. So sieht es nämlich aus. Was eine Grütze. Ja, schon so ein bisschen, ne?
So, richtiges Schiff hier. Diesmal nehmen wir den richtigen daneben. So, Sternenjäger. Was machen wir mit denen Schönes? Ja, dann. Diese Mückenstiche, ne? Juckt. Juckt. Genau, kratzen. Das, wer will nochmal, wer noch nicht? Der kommt jetzt ja auch. Stimmt. Das Glückskuli könnt ihr erstmal da wegnehmen. So, was machen wir hier, Kollege? Vor dem anderen Fliegen aufpassen. Das ist genau. Aufpasse! Bei dir dauert das aber lange. Vor dem anderen Fliegen. Ja, ich habe auch das doppelt an Schiffen wie du, ne? Nicht lustig. Nee, gar nicht lustig. Kann ich nicht, ich wiederhole nicht, drüber lachen. So, ich bin schon fertig, habe ich gut gemacht, ne? Du bist noch gar nicht fertig, drehst du noch. Ja, ich drehe noch, du hast mich erwischt, verdammt. Ja, komm. Ich habe da ein Problem gerade mit meiner Vorstellungskraft hier. So, wenn der nach da fliegt, das ist nämlich alles gar nicht mehr so einfach. Es knubbelt sich alles hier so. Ja, los, machen wir es mal so. Okay, geht los. So, die Nummer 2, also quasi Piloten Nummer 2, da fliegt erstmal der Dicke. Und das Sklavenhändler. Schwupp. Der fliegt nach hier. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe mich mit dem anderen schon wieder voll verkalkuliert. Bei diesem großen Base, das finde ich immer sehr schwer, das alles einzukalkulieren hier. Glubschi. So, dann fliegt Nummer 5. Aber bitte, nimm jetzt nicht wieder das Ding da weg, wenn ich das jetzt da hinlege, ja? 5, warte, lass einfach liegen. Was? Nee, so. Wo steht denn der vor, ne? Ja. Ist ja eben reingeknattert. So, jetzt muss ich nur das Ding da wieder drunter entfernen. So, jetzt kriegt ihr noch eine Aktion und die Aktion, die ich haben möchte, ist folgende. Und zwar ist das eine Fassrolle. Wow. Das wusste ich. Natürlich vorher nicht geplant, deswegen weiß ich nicht, was nachher mit dem anderen passiert. Ja gut, das war jener 5, so dann habe ich noch 7, aber du auch. Also müssen deine beiden jetzt erst. Wo ist meine 1? Gerade. Die hab ich dir eigentlich gegeben. Ach hier. Ja, dann. Was für ein Metzel. Gibst du mir einmal eine 5? Gib mir 5. Was denn? 5, was 5? Geradeaus? Ja. Was anderes gibt es nicht als 5. Klugscheiße. Klugscheiße. Wer fliegt durch den Asteroiden, muss keinen Test ablegen. Auch obwohl ich das schon gemacht habe? Sind die Manöver ja wieder weiter überschnitten? Naja, ging ja auch nicht anders. Ich stand ja auch drauf. Nein, nicht. Ja, wie oft soll ich es denn noch machen? So, das war ein grünes Manöver, ob man es glaubt oder nicht. Unglaublich. Wo stehe ich jetzt? Da. Interessante Frage, ob meine Augen weiter testen müssen. Kannst du nachlesen. Dann, der da. Harte 3. Harte 2. Manche.
das? Nee, das berührt sich nicht. Nur oben an dem Dings. Das haben wir gut durcheinander geschoben. Sehr, sehr gut. Nee, hab ich gar nicht. So, aber ich mache eine Fassrolle. Nee, ich lasse das so. Unglaublich. Okay. So, für dich können wir eigentlich nichts machen. Ich bin gleich eh tot. Ja, guck mal, 7. Dann. Mhm. Sechte, zwei, Seichte? Was habe ich mir denn da mal wieder gedacht? Idiot. Also ich, ja, man merkt, ich habe da irgendwie... Ja, ich auch. Guck mal da. Aber das hätte ich auch nicht gedacht. Also das war jetzt natürlich wieder super blödsinnig. Also keine Aktion. Und noch 9. Und noch die 9. Und er macht eine harte 3 links. Und da habe ich natürlich auch wieder falsch gedacht. Weil ich da so ein bisschen... Was machen wir denn heute hier für eine Scheiße? Also das ist echt Navigation, wie man es nicht machen sollte. Also das ist ja noch wirklich der größte Scheiß, den ich jemals abgeliefert habe hier. Ja. Und du bist auch voll bei dir reingeballert jetzt? Ja. Deswegen, also. Ja. So. Schön, dann können wir uns gar nicht gegenseitig beschießen. Was für ein Dreck. Dann würde ich sagen, drehen wir wieder am Rad. Also diesen Spielzug vergesst mal lieber, also das war jetzt... Ja, ein ja, bisschen peinlich. Ja, aber mächtig peinlich. Ich schäme mich auch schon. Ich mich auch. Ich kann heute Abend bestimmt schlafen. So ein Dreck. Ja. Mhm. Also keine Mikrofonstörung oder so. Er denkt nee, ja, gerade. Er denkt gerade, ja. Ihr seht das Qualm nicht, aber. Der ist aber auch eine Scheiße, was ich mir zusammen gefuckelt habe. Das ist wirklich zum Kotzen. Kann ich nicht anders sagen. Zum Kotzen. Fertig. Sehr gut. Dann fang mal an. Ja, ich fange mal an. Und zwar fliegt der Sklavenhändler eine seichte 3 und zwar nach links. So. Ich bin mir nirgendwo reingeflogen bis jetzt. Gut, ne? So, der fliegt dahin und dann möchte der nämlich auch einen Duschkopier haben. So. Schrei das nicht zu laut. So, das war der. Dann kommt die Nummer 5, das ist der Quadjumper. Der fliegt eine harte 2 rechts und fliegt damit auch keine in die Karre. Ja. So, und dann macht er auch gleich noch, ja, macht noch einen Schub hinterher als Aktion. Macht er ja gar keinen Schub. Huch. Fassrolle kann er höchstens machen. Fassrolle kann er machen. Wer denn? Ja, dann macht er eine Fassrolle. Vorher hier gar nichts machen, nur dann auch nicht eine Fassrolle. Schön. Dann bin ich. Ja. Und ich fliege erst mit dem. Eine harte 1 nach rechts. Der Zeta fliegt eine harte 1 nach rechts. Ja, also so viel Überstand bei den Miniaturen ist echt fies. Die Base so klein ist und der Ding so groß ist. Und? Dann eine harte 3 nach links. Wo ist meine harte 3? Direkt da, die nach oben guckt. Wieso Ei? So. Aktion. Fertig. Okay, dann ist noch meine 7.
sieben, sieben, sieben. Und die neun noch. Und die neun noch. Drei raus. Tja, was haben wir denn in der Aktion? Wir könnten Fass rollen oder einen Fokus. Tja, eigentlich. Eigentlich alles ziemlich sinnfrei. Schub hat er auch nicht. Nehmt da ein Globschema, weiß ich nicht, wofür es gut ist. Und dann noch hier die Nummer 9. Die fliegt eine 4 und dreht einmal um. Und kriegt dafür natürlich auch einmal Stress. Aber ich wusste, ich wollte immer so ein bisschen entknoten. Das ist ja nicht alles gar nicht mehr so cool gewesen, was da gerade abgelaufen ist. So, dann bin ich auch schon fertig, würde ich sagen. Das heißt, der Kontakt. Und niemand außer der. Der kann nicht, der kann nicht, der kann nicht, der kann nicht, der kann nicht. Also ja, der Einzige, der schießen kann, ist wirklich der, ja, der Dingens. Wie viel hat er denn noch an Rumpfpunkten, der Kollege hier? Wer ist das? Der Zeta, der einzige Teil EU. Zwei. Zwei? Jo. Oh, auf Reichweite 3. Ups, okay. Der hat wahrscheinlich noch mehr, ne, der Dämpfer. 4. Aber wenn ich auf den schieße... Schieße ich mit 3 und du hast 2 Verteidigungswürfe mehr. Puh, hast nur einen mehr. Egal, ich schieße trotzdem auf den. No risk, no fun. Wir schießen mit 3 Angriff. Beide zu 2 Glubschieß. Mache ich zu 2 Hits und du darfst jetzt mit 3, 5 verteidigen. Ja. 2 reicht schon, reicht schon, reicht schon. Ja, ja, das war's auch schon. Und wieder drehen. Und wir drehen wieder. Oh Mann. Ja, das ist diesmal ein bisschen komisch alles. Ja, wir sind sowas von der Karre geflogen die ganze Zeit. Ja. Unglaublich. Also man sollte echt öfter mal spielen, sonst kommt man nämlich so mit dem Augenmaß endgültig durcheinander. So. Dann haben wir unsere ganzen Dinger da. Dann kommt dann drüben. Dann irgendwie ist nicht gut. Doch, das ist schön. So, du. Dann haben wir den Kutin. So, und dann machen wir mit dem Kollegen. Besser ist. Lass mal das mal lieber so. So, kann losgehen. Ja, dann. So, er fliegt eine seichte 2 nach links. Na, gefällt dir das? Ich weiß noch nicht. Hier muss ich immer was dran kleben, da fällt mir was auseinander. So, blöd. Jetzt kommen wir die großen Dinger noch dran, die abmachen muss, wenn sich das hier überschneidet. Ja. So, der fliegt nach da und möchte als Aktion bitte einen Glubschi haben. Dann geht's weiter mit Nummer 5, also mit Pilotenwert 5, das ist der Quadjumper. Der fliegt eine harte 2 nach rechts, um das Steinchen rum. So, dann bin ich schon bei 7, das heißt, du bist erstmal dran. Ja, dann fange ich direkt mit dem hier an. Wer ist der hier? Seichte 2. Doch auch. Guten Tag. Guten Tag. Aber nicht reingeflogen. Ja. Und was macht er hier? Seichte 3. Links. Links, oh, Entschuldigung. Das ist eine harte. Oh shit. Frau Schmidt. Ich prognostiziere übles. So, dann fliegt meine 7. Seichte 3 nach rechts. Nicht mal so gut. Nicht mal so gut. Nicht mal so gut. So, da war mal ein kurzer Cut, weil irgendwie nach 30 Minuten macht die Kamera immer einmal dicht. So, Seichte 3 hatten wir geflogen. Die Aktion, die ich wähle. Achso.
Ich glaube, ich nehme. Das Rote bringt ja nichts. Ich komme hier aus der Reichweite raus. Dann nehmen wir einen Cookie. Nehmen wir lieber die Welt. So. Ich traue mich nicht. So, der ist fertig. Und dann haben wir noch hier Nummer 9. Der fliegt 3 geradeaus. Ist ein grünes Manöver bei dem. Und das heißt. Stress ist weg. Genau, richtig. Ich fühlte mich jetzt nicht angesprochen. Ach so. So, Stress ist weg. Und als Aktionchen. Als Aktionchen nehmen wir nochmal Schubrakete. Ich hoffe mal, ich komme damit noch in Reichweite 2. Dann wird sehen. Ja, hat gereicht. Schön. Gut. Ja, dann ist auch schon Dacker-Zeit, ne? Ja, dann mach. Dacker, Dacker. Der Protektoratsjäger auf den Dings, wer hätte das gedacht? Aber diesmal nur mit rein. Oh! Hit, Crit, Crit, Gnefrau. Verteidigen mit dran, das schon. Jo, kurz ins Essen! Tja, dann bist du auch schon dran mitwandern. Ja, dann schieße ich erst auf ihn hier. Mhm. 1, 2, mit rein dann. Und ich nehme einen Stressmarker mehr, also einen Stressmarker und darf einen mehr nehmen. Ja, wer weiß, ob das überhaupt was... Oh! 4. Wo ist er? 1, 2, 3, 4, 3 Karten. Hier. Mhm. Das hat sich gelohnt. Ja, Nu ist gar nicht mal so schön. Und jetzt mit dem Blackout-Test-Pilot. Ja. Möchte ich auf den geradeaus. Ja, die Nummer 5. Pilot mit 5, mein Quad-Jumper. Mhm. Nein, tu den nicht weh, der ist doch so lieb. 1, 2, 3, 4, ne? Darf ich. Das ist Reichweite 2. Ja. Verdammt. Nur mit 3. Ja, ich bin 2 Manöver geflogen, aber immer noch die scheiß Karte hier, anstatt die Aktion mal zu machen. Darf ich jetzt mit einem weniger verteidigen? 1. 2 gehen durch. 2 gehen durch, piff, puff, und da ist er platt. Yay! Tja. Gar nicht mal so schön. Ja, mein Gott, du hast auch schon 2 von mir getötet. Das tut nichts zur Sache, wiederhole nichts zur Sache. Dann bist du. Dann bin ich. Ja, er kann nicht, das ist definitiv daneben gejuckelt. Ja, dann ist nur noch er dran. Er ist natürlich ziemlich dicht dran. Das heißt, er hat 4 im Angriff diesmal. Das Raten, auf den ich schieße. Ja. Ein Auge natürlich auch noch umgedreht. Hätten wir 4 Hits, bitte. Das sind Angriffswürfe, lieber Schatz. Oh. Pardon. Entschuldigung. Das ist einer zu viel gewesen. Ich erwarte, dass der Wurf nochmal neu wird. Oh, scheiße. Ey, da hast du aber Schwein gehabt. Aber einer geht durch. Einer geht durch. Ja. Zeta. 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 Einer. Ich hätte echt gedacht, der packt den noch so eine Scheiße. Ja. Wow. So kann's gehen. Ist das ein K.O. Fertig. Dann drehen wir wieder. Drehen wir wieder so. So langsam kommen wir mal hier zu Potte. Ja, ich bin auch gerade mit dem Manöverrad etwas unzufrieden, muss ich sagen. Ja, dann, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich fliege nicht. Na, von dem. Du kannst ja nicht mehr. Du bist lustig. Ja, so bin ich manchmal. Das ist das Geisterschiff. Wie auf einem Geisterschiff. Fertig?
Ich habe leider gerade den falschen bestellt, weil ich das Quadjumper-Ding dann auch liegen lassen hatte. Das ist ein bisschen jetzt blöd. Stellst du den, oder was? Achso. Jetzt stell ich den. Ja, ich hatte ja alle falsche Stelle hier. Fertig! Gut. So, Pilotenwert 2. Bleib stehen. Das ist ja scheiße, ich dachte, das geht nicht. Bei dem schon. Gibt da einen Stress. Oh, verdammt, das gibt gleich wieder eine Kollision. Ah, eine Bumserei. Dann Piloten mit 5 ist leider gestorben, das heißt Initiative 7. Ja, dann fliege ich dir jetzt mal richtig schön rein. Hau ab, ich wollte dich totschießen. Tja, wenn du einfach so stehen bleibst. Oh, nee, dann nicht. Und außer du ist raus, aber dir auch. Und ich mache eine Passrolle. Nach links, hä? Ja, genau. Tja, ein Hoch auf 360 Grad Feuerwinkel, aber nö. Oh. Schön ans Heck geklebt hier, ey. Unglaublich. So, und das war ein grünes Manöver, also gibt man Stress weg. Ich. Ja. Und dann dieser hier fliegt 2 geradeaus. Hallo. Was nehme ich denn da? Ich glaube, da nehme ich wieder einen Glubsch-Cookie. Ich nehme als Vanille, eine Pistazie und ein bisschen Sahne drauf. Oder nee, ich nehme meine Dingsbums hier. Ein Zielerfassung? Ja. Okay. Achso, dumme Frage, ja. Hm? Also, so. Mhm. Pfui, sag ich dazu. Pfui, pfui, dann bist du. So. Wir kommen uns jetzt relativ nah, würde ich mal sagen. Hallo. Ich hoffe, das knallt nicht. Du kannst du nicht gucken, das könnte ganz knapp passen, wenn du Glück hast. Oh, bin ganz knapp. Oh. Ja. Oh, hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, der fliegt dahin. Und was darf ich denn nehmen? Was darf ich denn nehmen? Was darf ich denn? Eine Zielerfassung darf ich nehmen. Ja, dann nehme ich auch mal eine Zielerfassung. Jetzt gibt's hier hart auf die Fresse. Zack, zack. So. Den da noch. Kollege, komm zur Hilfe, 2 geradeaus. Und haut auch eine Zielerfassung raus. Sortieren. Ich hab's gleich, ich brauche nur noch eine Zielerfassung. Geht halt sofort los. A. Ich habe eine Hand. C. Sehr geil. Ja. Ah, da sind sie. So. Da, Lidl, Google, da. Guten Tag. Oh Gott. Auf der Schnauze. Tja. 2 trifft nichts. Nee, der darf nicht. Dann ist 7 dran. Erstmal schießt sowieso der 9er davon abzusehen. Wir sind auch gerade mal schießen. Dann schieß mal. Ich schieß mal. Und zwar schieße ich mit dem, wer hätte das gedacht, auf den. Mhm. Und weil ich kann, nehme ich auch 5 Angriffswürfel. Schön guten Tag. Schön in die Rosette. Wow. Ay, caramba. Aber ich gebe mein Zielerfassung aus und darf einen nochmal würfeln. Da liegt er, jawohl. Ja. Was haben wir jetzt? Der ist tot. Oh, okay. Ein negiert, das heißt, es kommen noch 2 Hits. 4. 2 Hits und 2 Crits kommen durch. Ja, tot. Da geht da der schöne Dämpfer. Toll. Das dämpft meine Freude. Ich wollte den eigentlich mit dem anderen auch noch beschießen, aber. Tja, und dann eine Zielerfassung schicke ich den wieder. So bin ich. Ja. Da war's das. Ja. Mehr können wir nicht mehr machen. Mehr können wir machen. Ja. Dann. Und? Drehen wir am Rad. Dann drehen wir am Rad. Jagd auf den letzten Thai. Ei, ei. Fertig. Boah, ging das schnell bei dir. Krass, ne? Juhu. Das ging super schnell. Soll ich dir mal was sagen, wie viele Rumpfpunkte der noch hat? Ein? Ja. Geil. Ich gebe niemals auf. Niemals! Richtig so, ich spuck dir ins Auge blendlich. Genau. So, was machen wir mit dir, Kollege? Tja, ach, ich bin jetzt auch noch in der Zwangslage, dass ich gar kein rotes Manöver mehr fliegen kann. Doof. Gut. Dann haben wir noch hier ihn. Mach ein schönes. Töpsel.
Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Wiederholt nicht sicher. Ach ja. Ganz schön schwierig, das alles. Ja, du bist ja eh noch so weit weg, da kann ich noch ein bisschen. Soll ich schon mal Schnitzel anbraten? Schnitzel. Ich fange an. Ja, dann. Mach so rein. Ja, so. Also auf die Schnitzel freue ich mich auch schon so ein bisschen. So, harte 3. Also nicht, dass euch jetzt wahrscheinlich jetzt interessiert, aber bei uns gibt es heute Schnitzel mit Kartoffelsalat. Punktenschnitzel, um genau zu sein. Ja, zur Abwechslung mal. Ich komme nicht aus das Tier. Das hat aber gerade gedrückt. Nein, Augenmaß. Naja. Oder Glück. Das hat aber gerade geschummelt. Ne. Ja. Kein Stückchen. So, das, der Stress geht aber leider nicht weg, das heißt keine Aktion. So 5 gibt es nicht mehr, genau, 7. Seichte 2 nach rechts. Okay. Schwupp. Und dann mache ich nochmal einen Schub. Und zwar Schubpakete. Kann ich gar nicht. Nö, das kannst du nicht. Fassrolle kannst du machen. Lohnt sich das? Nee, dann nehme ich lieber so ein Bierding da. Ein eBay. Fertig. Okay, so, 7. Harte 1 rechts. Ist leider eine rote Aktion. Das heißt, ich kriege keine Aktion mehr. Das ist ein bisschen schade und ich kriege immer einen Stress dabei gedödelt. Und Kollege hier, der macht 4 geradeaus und dreht sich einmal 180 Grad. Der Name der Aktion ist mir immer noch gefallen. Pardon. Und der kriegt dann auch ein bisschen Stress. Ja, alle gestresst heutzutage. So, was sagen wir dazu? Keine Sorge. Können sofort wieder. Ja. Ne? Genau. Kein Mensch. Ja. Dann würde ich sagen. Gucken. Ja. So sieht es nämlich aus. Ich bin schon wieder fertig. Man glaubt es kaum. Überraschung. Ja. Unglaublich, aber wahr. So. Suchst du irgendwas? Hm. Kritische Blicke nach rechts und links. Ja, ich habe vielleicht Sorgen bezüglich der Aktion, die ich ausführen möchte. So. Und ich suche ich doch den. Bitte sei grün, okay? So. Dann hau mal rein. Ich haue seichte 3 links, die liegt ja auch so nicht rum. Natürlich mal wieder kein grünes Manöver. Deswegen bleibt der Stress mir am Arsch kleben. Dann bist du auch schon dran. So, seichte 3 nach rechts. Hallo und willkommen. Hi. Sie haben Post. Aktion? Medien. Seichte 1 nach rechts. Hast du auch Glück gehabt? Ja, so ein bisschen. Gucken wir uns das gibt sonst was gesagt. Ja, passt. Aktion habe ich nämlich keine, weil kein grünes Manöver. Und dann kommt der Kollege noch, der fliegt eine 3 geradeaus. So, ich denke mal, das wird jetzt gleich das ist rappeln. Ein grünes Manöver. Ich werde dich fertig machen, das Schatz. Ja, das ist der Stress. Aktion. Dann machen wir noch eine Schübsche. Machen wir eine Schübsche. Schübsche. Also, normalerweise muss man ansagen, was man für ein Schub macht. Schub gerade. Entschuldigung. Ja. Wir sind schon tot. Niemals! Ja, dann Daka. Reichweite 2, leider nicht Reichweite 1. Dann mit 3. Ein Crit.
Drei ja, das würde so reichen. 7, du? Ja, dann ist eigentlich egal, auf wen ich schieße, ne? Schieße ich auf den da? Den triffst du, glaube ich, gar nicht. Du musst auf den schießen. Reichweite? Kannst du mal eben Reichweite? Ich checke 2. Okay, also mit 3, mit 2. Oh, wow, ich darf nicht. Mit 3? Wieso? Ist ja Reichweite 2, ganz normal. Nur auf 3 wird... Ja, aber ich habe doch nur 2. Oh, ich habe falsch geguckt. Entschuldigung, das war gerade mit der Flügel so komisch aus. Ja, bitte. Ein Hit, ein Crit. Das tut weh, ich kann mich nur mit einem verteidigen. Geht und durch. Ich habe kein Auge. Hit und Crit geht durch. Ja. Oh, okay, der Hit nimmt das letzte Schild weg. Und Crit. Und der Crit... Bedienen Sie sich. Schiff senke deinen Wendigkeitswert um 1, Minimum 0. Ja, dann habe ich Minimum 0. Und einen Schaden. Ja, das heißt, ich kann mich gleich gar nicht mehr verteidigen. Aber das juckt mich nicht. Ich blaste dich jetzt eh vom Himmel. Hoffe ich. So. Bisschen gesunder Optimismus. Im Bullseye-Feuerwinkel bist du leider nicht drin. Aber ich dacke dich mal mit 3 an. 2 Hit. Ich darf mit 3 verteidigen. Einer geht. Tot. Nee, halt. Hier. Oh. Ha. Willst du nicht endlich mal hier? Nein! Oh, ich glaube. Ich bin der schwarze Ritter. Ja. Ich sterbe niemals! Du bist der rosa-rote Ritter von hinten, bist du. Nee. So, ja, dann. Nochmal! Ich zögere erst so lange hinaus. Ich erwisch dich noch. Nee! Sie brauchen aber sehr lange zum Stellen ihrer Räder. Ja, bei mir hier. Ich habe auch ein Rad ab, das ist aber ein bisschen schwierig. So, was mache ich mit dir? Ich möchte dich nämlich jetzt möglichst schnell hier an den Start kriegen. So. Wer denn dann? Runde 725 geht los. 2 geradeaus, der nicht hier freundlicherweise noch. Schieb erstmal ja, schön. Ja, sonst komme ich doch hier nicht hin. Oh. Trotzdem darfst du das nicht einfach schieben. Ja, ich hatte es doch vorher schon geschoben. Das ist jetzt auch gesagt. So, der ist grün, der Stress geht weg. Stimmt doch gar nicht. Jawohl. So, dann bist du. Ich fliege eine harte 1. Nach rechts. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann. Und ich nehme ein Evade. Okay, er fliegt eine seichte 1 nach links. Schieb dreimal hin und her. Ist mir zu labbrig hier heute. So, der kriegt dann. Hat der Stress? Ja, hat er. Also durch Aktion, dann was nicht. Keine Aktion für mich. So, dann haben wir noch den Sternenjäger des Protektorats. Ich hätte gedacht, du fliegst anders und Scheiß. Der fliegt jetzt nämlich eine harte 1 rechts. Trotzdem mal drin sein. Nee. Ich glaube sie nicht. So, wenn ich. Aber mit dem bist du drin und mit dem, also von daher. Ja, schön rein. Außer rein. Außer rein, in den Welt. Und dann. Mit dem Dicken. Ja, erstmal höchster Piloten. Du darfst als erstes schießen auf den Protektorats. Dann darf ich mit 4 angreifen. Wieso? Nee, ja, ist auch näher. Auf den da. Ja, ja, du hast 2, also mit 3. Mit 3 hab ich. Kannst du nicht lesen? Du hast gesagt mit 4. 3. Also? Verteidigung, du bist am Angriff. Kannst du nicht lesen? Entschuldigung. Aber du kannst dir noch einen Stress geben und noch mehr nehmen, oder wie war das bei dem? Ja, genau. Das war jetzt auch so der Plan. Ja, bestimmt. Ja. Deswegen würfelst du auch nur mit 3. So, nochmal. 2. Okay, das ist der Sternjäger. Der Sternenjäger 3 Verteidigung. Also wenn ich Kaffee mehr kein Glubsch-Cookie am Start, dann kann ich einen negieren.
Also einer geht durch. Einer geht durch. Sternenjäger ist da. Ratterknatter. So, jetzt. Aber jetzt. Der 7er auf Reichweite 1 mit 4 Angriffswürfeln. Der hat kein Glubschcookie übertragen. Boah, dann ist ein Fenster. Man sollte immer Glubschcookie im Start haben. Rein darf ich, ne? Du darfst mit. Bist du, ja. Ja. Oh Mann. Ja, natürlich. Willst du denn jetzt nicht endlich vielleicht mal. Das zieht das doch nur unnötig. Ja, ach Quatsch, wir können aufhören. Das ist Blödsinn. Mit rein. Glubschcookie gedreht. Welcher Glubschcookie, genau? Ach, der dicke. Ja, also wir können das jetzt noch irgendwie zwei Stunden fortsetzen, ansonsten. Ist ja Blödsinn. Du hast gewonnen, mein Schatz. Schon wieder. Schweig ab. Ja, also das war heute irgendwie so ein Musterbeispiel der Navigationskunst, würde ich sagen. Was oder wir heute so hier abgeliefert haben. Also so sollte man es dann definitiv nicht machen. Ja, ansonsten X-Wing 1.0, also wir spielen es immer noch gerne. Mal gucken, was 2 bringt, würde ich sagen. Da sollen ja ein, zwei Neuerungen drin sein. Hatten wir ja schon mal ganz kurz drauf geguckt. Also wo ich gespannt drauf bin, ist die Macht. Was man da dann auch so Schönes mit modifizieren kann. Und ansonsten lassen wir uns einfach überraschen. Neue Karten, neue Marker, alles neu. Ja. Würde ich sagen. Dann ja, also euch noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, dass ihr es bis zum Ende durchgehalten habt, falls ihr auch dabei seid. Und ja, lasst gerne einen Daumen da, lasst doch lieber ein Abo da, ihr kennt das ja. Ja, macht's gut. Ja, ciao, ciao. Tschüss.